da sind wir wieder. Das tut irgendwie weh. Ich habe, glaube ich, gerade rausgefunden, dass ich das Rätsel schon längst gelöst habe. Und hier weiter hin und her gelaufen bin, weil ich dachte, in der Mitte öffnet sich auch noch was. Oh. Aber dem ist gar nicht so. Denn ich habe gerade von oben etwas gesehen. Dem möchte ich jetzt nachgehen. Oh. Das da. Mein Fehler. Genau, dein Fehler. Wenigstens hat die Bewahrung funktioniert. Oh. Lauf, 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 lauf. Ah. Raus, 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 raus. Raus, 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 raus. In eine sichere Ecke und hochheilen. So, wir haben einen Schlüssel. Was nahelegt, dass es in jedem der drei Tore einen Schlüssel geben wird. Weil sonst gab es in dem ganzen Bereich keinen Ausgang. Das heißt, der ganze Bereich ist nur dafür da, den Schlüssel zu bekommen. Also hochheilen, durchbuffen lassen wir, weil es halt alles wieder verschwindet. Was ganz schön gemein ist. Und dann wieder rein ins Getümmel. Diesmal die mittlere Tür. Also der Bogen genau vor uns, auch wenn man ihn fast nicht sehen kann. So, was haben wir hier? Wir haben ganz viele Djinns und wir haben einen Weg runter. Lauf, 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 lauf. So, wir gehen zuerst nach Norden. Und suchen hier eine... Wow. Was bist du? Du bist grün. Ich habe hier irgendwas gedrückt. Irgendwo ist irgendwas... Was zur Hölle war das? Achso, Talan hat Angst bekommen. So hört sich eine ängstliche Talane an. Das will ich nie wieder hören. So, also Norden waren wir. Wir gehen nach Osten. Ich denke mal, wir werden in jeder Himmelsrichtung... Oh Gott. Genau, in jeder Himmelsrichtung ein so ein Ding drücken müssen. Was haben wir hier? Ja, ich weiß, ich bin gierig, aber ich will das Fass haben. So. Du, heil dich bitte. Süden ist das nächste. Da lang. Und ich hätte echt gern, dass der hier für die ganze Gruppe zählt. Aber mach mal so. Wie lange hältst du? Eine Stunde pro Fähigkeitswert. Ja, das reicht locker. Du heilst normal gegen. Und drückst den Knopf. Du heilst sie. Rotes Fass, du heilst sie. Rotes Fass. Oh. Du regenerierst sie. Da fehlt nur noch Gero. Gero kommt mit Regeneration. Du heilst sie. Und dann sind wir gleich einmal rum. Und dann wird bestimmt in der Mitte was aufgehen. Rotes Fass. Blaues Fass. Heilung. Das ist eine ziemlich garstige Reifeprüfung. So, in der Mitte ist nichts aufgegangen. Doch, hier. Oh, okay. Es ist ein Raum aufgegangen mit noch viel mehr Gegnern. Was echt nicht schön ist. Ich will doch nur irgendwo in Ruhe heilen können. Hier vielleicht. So, du heil sie. Du heil dich. Du heil ihn und du testest mal wieder irgendeinen Zauber in der Hoffnung, dass er hält. Und wenn er hält, also die Debuff-Zauberer nicht hier in der Nähe sind, können wir die restlichen Buffs auch noch sprechen. So. Sehr gut. Keiner der Magier kommt in die Ecke gelaufen und verprügelt uns. In der mittleren Säule war jetzt was aufgegangen. Und zwar habe ich ganz viel Gold auf dem Boden gesehen. Aber da wird bestimmt auch... Zauber weg. Da wird bestimmt auch der Schlüssel sein. Deswegen sprechen wir dann gleich ganz schnell... den Schutz... Was? Den Schutzzauber. Und hier ist kein Schlüssel. Warum ist da kein Schlüssel?
Irgendwo anders muss man was auf. Oh, da ist was runtergekommen. Du heil dich, du heil sie. Versteck dich in der Ecke. Boah, sind das viele. Du heil dich. Ecke verstecken. Du heil sie. Du heil sie. Und panisch hin und her gucken, das hilft immer. So. Es kam jetzt echt unerwartet, dass in der Mitte nichts war. Aber anscheinend sind jetzt auch in jeder von den Ecken irgendwas runtergekommen. Oder zumindest in der hier. Du, du. So. Und da könnte dann der Schlüssel drin sein. Wie lange hält Bewahrung? 1 Stunde 14. Okay. Das tut irgendwie. Mein Fehler. Ein Schlüssel. Sehr gut. Zu Gerogon bitte. Westliche Säule, mittlere Säule. Das heißt, die östliche fehlt noch. Und ich wäre ja versucht, Federfall zu sprechen und runterzuspringen, aber mit dem Fallen hatte ich es in letzter Zeit nicht so. Also fahren wir ganz normal runter. So. Und dann die Säule wieder hoch. Teleporter rein. Und gleich in den westlichen anderen Teleporter. Dann haben wir drei Schlüssel und kommen hoffentlich gleich raus. Also wir haben noch genug Zauberpunkte, um uns ziemlich lange gegen zu heilen. Aber es ist doch ein ganz schöner Krampf, immer wieder diesen kleinen Zauber sprechen zu müssen. Oh, das sieht imposant aus. Hat so Proportionen von dem Titanengewölbe. Hm? Das tut irgendwie weh. Tür. Oh. Okay. Es ist beängstigend ruhig hier. Okay. Was? Hä? Warte mal, kann ich hier? Nein. Also das Ding hat vier Ausgänge, aber anscheinend nur ein Eingang. Den hier nämlich. Also werden wir hier runter müssen. Gerogon freut sich, dass er Fahrstuhl fahren darf. Und ein langer Gang. Mit Fernkämpfern vorne. Ich hab euch auch lieb. Sie sind ganz schön sadistisch hier. Ah, da kommt ein neuer. Lass ihn mal verzaubern. Du, Heilung. Keine Kiste verpasst? Nö. Auch wenn das extrem nervig ist, ohne den Fackellichtzauber-Knopf. Denn man sieht fast gar nichts. Und ich denke mal, ihr werdet noch weniger sehen. Weil YouTube die nette Gewohnheit hat, alles dunkler zu machen. So, ist jetzt irgendwo... Die mittleren Becken sind jetzt voll, das heißt was? Also unter Druck Rätsel zu lösen ist nicht schön. Ah, jetzt können wir hier rein. Ja. Und da ist eine Truhe. Du mach bitte Bewahrung. Und ja. Letzter Schlüssel. Wo auch immer wir hin müssen, wenn wir alle Schlüssel haben. Aber ich denke mal in dem Startraum einfach Norden weiter. Du heil dich. Aha. Heilung du. Heilung du. Au. Und zurück zum Fahrstuhl. Fahrstuhl hoch. Teleporter-Säule durch. Und dann aber nach Norden. Oh, irgendwie kriegen wir jetzt momentan ganz schön viel Schaden. Ach, die Regeneration ist weg, ja? Ja, natürlich. Wird hier alles weggenommen. Du heilen ihn, du. Du heilen dich und Knopf drücken. Hü, la, lü. Ich freue mich schon, wenn wir hier raus sind.
und in Ruhe ein Dungeon mal leer bekommen können. Das hier ist wirklich durchgehend laufen, zaubern, gucken, Rätsel raten und wir sind falsch abgewogen? Nein. Ja. Da. Da sind vier Wülste für vier Schlösser, richtig? Ja. Ja. Licht, ich muss gucken. Also, ja, ganz viele Fässer. Orange. Violett. Blau. Violett. Nochmal blau. Oh. So. Jetzt hätte ich gerne einmal eine Heilung. Besser gesagt noch ein, zwei Heilungen. Denn die Truhe wird bestimmt mit einer Falle versetzt sein. Dementsprechend natürlich auch eine Bewahrung. So, das reicht schon fast. Einmal noch für dich. So, Bewahrung. Mein Fehler. Leere Truhe, verdammt. Heilung, ihn und Zeit zu gehen. Raus. Ja. Danke, liebe Magier, für diesen sehr netten Einführungstest. Menno, wo mussten wir jetzt hin? Ich glaube, zu ihm hier, oder? Hätten sie nicht irgendwas anderes machen können? Aber egal. Beruhig dich, Girogon, es ist hinter dir. Nicht mehr auf Zeitdruck irgendwelche Rätsel lösen müssen und panisch hin und her laufen. Jetzt gehen wir die Queste ab, dann klappern wir die Lichtgilden ab, machen die Klassenquests und so weiter. Die man für Gold kriegen kann. Alles Gute. Und ich bin in die vollkommen falsche Richtung gelaufen. Denn hier war der Tempel, nicht die Licht... Nee, auch nicht Licht. Oh. Oberste Gilde Luft? Gilde Erleuchtung. Ah, hier war wirklich eine Luftgilde. Das Geschäft ist geschlossen. Aber selbst der Himmel hat Öffnungszeiten. Willkommen in der Luftgilde. Sprung, Sprung, Schild. Und? Stimmt, da war was. Es gibt da einen Zauber. Mit dem kann man unsichtbar werden und Gegner greifen einen nicht an. Es hätte doch in einer gewissen Situation eben gerade praktisch sein können, oder? Implosion, der ist gekauft. Und Unsichtbarkeit auch. Jetzt kenne ich einen neuen Zauber. Ach ja. Aber na gut, so war es wenigstens etwas spannender. Wir wollen jetzt aber zu dem Rathaus. Zu dem obersten Anführer, den es hier gibt. Wir wollen nicht in den Tempel, wir wollen nicht ins Rathaus, wir wollen nicht in die oberste Lichtgilde. Obwohl alles davon irgendwie auch wichtig ist. Es ist nicht so wichtig wie das Ding hier. Ich hoffe zumindest, dass es das Ding ist. Tempel des Lichts. Schloss Lambent, ja. Genau, hier ist der wichtige Mann. Dem sagen wir, dass wir reingegangen sind, einmal durchgelaufen sind und niemanden getötet haben. Obwohl er das wahrscheinlich eh schon wissen wird. Und dann kriegen wir die Mitgliedschaft in der Gilde des Lichts. Und hoffentlich noch irgendwas anderes, sonst wird das ganz schön dreist. Reifeprüfung. Ihr habt den Test bestanden. Eine beachtliche Leistung. Wenige sind dabei so schnell, wie ihr es wart. Mein Berater wollen euch nun sprechen. Ihr findet sie in den vier Gebäuden im Osten Celests. Und noch einmal herzlichen Glückwunsch. Ja, nix da mit Belohnung oder irgendwie ein Zeichen, dass man das gut gemacht hat. Ich hätte mir so vorstellen können, dass man so einen Zaubererstab bekommt oder einen Umhang oder irgendwas in der Richtung. Aber, Haben wir wenigstens Erfahrungspunkte bekommen? Ja, sehr schön. Und das Buch sagt uns was.
Meine Herren wurden in einer Art Intrige am Hofe Gavin Magnus verwickelt. Sie haben eine neue Reifeprüfung der Zauberfähigkeiten bestanden und unter Mithilfe ihrer neuen Verbündeten begonnen, einen Schlag gegen unsere Feinde zu planen. Ich hoffe, dass das weise ist. Ich hege keinen Zweifel daran, dass unsere Feinde jedwede Aggression von Seiten Harmondales entsprechend beantworten werden, einschließlich Spionage jeglicher Art. Unsere Verbündeten sind mächtig. Aber sind sie mächtig genug, uns gegen die Überfälle Dejas zu schützen? Und sind sie überhaupt willens, dies zu tun? Die Gerüchte verstummen nicht und es scheint, dass das Geheimnis der neuen Kühnheit des Königs der Zauberer durch seine 4 neuen Berater bedingt ist. Sie sind ständig an seiner Seite, planen und intrigieren für das Wohl Barkadas. Zumindest berichten das meine Quellen. Was für Quellen hat unser Butler? Wer kann sagen, wo diese Fremden herkamen und welche wahren Ziele sie verfolgen? Intrigen und noch mehr Intrigen. Aber na gut, uns soll es einerlei sein. Wir haben jetzt Zugang zu der Lichtmagie und sollten da erstmal reinschauen. Das heißt, wir müssen jetzt wieder dahin gehen, wo wir eben gerade waren. Weil ich mir auch so gut merken konnte, wo ich eben gerade war. Aber es müsste jetzt echt links gewesen sein. Hoffe ich mal. Oh, du kannst Punkte auf... Nee, kannst du noch nicht. Ich hoffe, wir können uns den Skill überhaupt leisten. Also Lichtmagie selbst. Das wäre sonst ein wenig peinlich. Willkommen in der Lichtmagie. Gilde des Lichts. Sie kann keine Lichtmagie lernen. Okay. Zauber kaufen. Untote vernichten klingt schon mal sehr gut. Lichtpfeil. 1-4 Schaden pro Fähigkeitswert in Lichtmagie. Untote allein doppelten Schaden. Lichtelementar beschwören. Tag des Schutzes. Meisterrang. Das dauert noch. Tag der Götter. Das wäre Expertenrang. Kostet aber auch schon 12.000. Ja, nee. Dafür müssen wir erstmal Gold sammeln. Aber ich tue schon mal genug Punkte hier rein, damit wir Experte werden können. Okay. Also, nächste Priorität, ganz viel Gold machen. Und die Klassenquests nebenbei. Also eine führt uns wahrscheinlich nach Deja, wo wir die Maid in Nöten retten sollen. Und ich glaube, das ist ein recht guter nächster Schritt. Danach könnten wir zu dem Druiden gehen, gucken, was der noch von uns will. Wir könnten zu dem Mönch gehen. Gibt ja doch einige Klassen. Und so nach und nach unsere Fähigkeiten erhöhen. Ja, alles klar. Dann sehen wir uns bald wieder.